Moin moin miteinander und willkommen zur nächsten Folge von Neverwinter. Ja, es ist hier einiges los, muss man sagen. Kommt mal her, ihr Krieger. Hey! Die haben die Schellen wieder gekloppt. Die Schweine! So, Michelle, steh wieder auf. Alles wieder gut. Ja, hier ist echt einiges los. Man darf hier nicht lange stehen bleiben, sonst spawnen die ganzen Gegner wieder und man hat sie wieder alle am Hals. So, komm. Die holen wir uns. Na, was haben wir hier? Ach so, noch eine Materialprobe. So, ich würde sagen, erstmal reicht das. Wir laufen zurück ins Lager. Naja, aber wenn sowas schon mal direkt auf dem Weg ist. So, wir haben einiges zum Abgeben. Das machen wir aber nicht mit Michelle selbstverständlich, sondern wir machen das mit Balthasar. Eigentlich würde ich ja auch gerne Mirakelflex ein bisschen was geben, aber erstmal Balthasar zu Ende skillen oder zu Ende leveln bis 20 und dann Mirakelflex. So, Mensch, Wettkampf abgeschlossen. Silber. Platz 2. Oh, warum nicht? Einfach mal so nebenbei. Verstärkter Runenstein. Sehr schön. Alles Rang 4. Das nimmt man doch gern. Achso. Moment. Hier wäre wohl, so. Wenn ich zu verteilt wäre. Aber der Rennen weiß mit eins mit dem brennenden Element. Ja, genau. Balthasar, du bekommst jetzt ein bisschen Erfahrung. Bittere Beeren. Diese Dinger sind roh ungenießbar. Mit der richtigen Zubereitung aber durchaus essbar. Was soll's? Wählerisch können wir hier unten eh nicht sein. Die Weiser zu ernähren ist keine einfache Aufgabe, aber ihr habt es um einiges erleichtert. Ja, freut mich, dass es dir so vorkommt. So. Pilzsuppe, Pilztorte, Bratpilz. Und da sage noch jemand keine Abwechslung. Ja. Genau. Megan. Pilzsuppe, Pilztorte. Ein Leben lang habe ich nach Goblin. So, gemeines Gift. Diese Giftproben sollten mir bei meiner Forschung sehr nützlich sein. Vielen Dank, mein Freund. Ihr seid im wahrsten Sinne des Wortes ein Lebensretter. Fauler Pilz? Eine Folgequest? Die von euch besorgten Spinnengiftproben sind ein guter Anfang. Im Unterreich lassen sich Toxine jedoch nicht nur in der Fauna, sondern auch in der Flora finden. Wie etwa bei einer Vielzahl von Giftpilzen. Die Drow haben Gefallen an einem Gift gefunden, das aus dem Totenschädelpilz gewonnen werden kann. Ich hätte doch liebend gerne einige Proben davon, aber sie sind nur in der Drow-Siedlung von Cesrena zu finden. Die Drow fördern das Wachstum der Pilze, also sollten sie dort auch reichlich vorhanden sein. Okay, ab in die Siedlung. Wollten wir ja eh, ne? Also, Cesrena. Hier müssen wir hin. Komm. Dunkle Jäger. Es ist mit Sicherheit eine Erleichterung, dass nun weniger Dunkelelfen jeden unserer Schritte verfolgen. Das war ein wunderbarer Anfang.
Ihr habt der Gilde das Leben nicht bloß ein wenig vereinfacht, sondern ebenfalls bewiesen, dass ihr es mit dem Unterreich aufnehmen könnt. Gern geschehen. Gefangene der Drow schon wieder. Als wir zum ersten Mal diese Höhlen erreicht haben, waren die Siedlungen der Drow in Cesraina noch verlassen. Wir haben es uns in der Stadt gemütlich gemacht. Aber dann sind die Drow vom Haus Sorlaren plötzlich zurückgekehrt. Und selbstverständlich waren sie alles andere als erfreut, uns dort zu sehen. Dank der schnellen Überlegungen unseres Anführers Mandrake Deepwise konnten viele von uns fliehen. Aber andere, einschließlich Mandrake, werden immer noch vermisst. Viele von ihnen werden wahrscheinlich in den Sklavenlagern der Drow gehalten. Ihr müsst zuerst einen ihrer Wärter erledigen, um einen Schlüssel zu bekommen. Nichts leichter als das. So, bis später. Oh. Ein Galat-Würfel. So, also neue Quests bekommen. Ja. Lange überfällig. Verschwundenes Buch zurückholen. So viele interessante Artefakte, die erfasst werden wollen. Okay. Fauler Pilz. Ja. Gehen wir mal da lang. Noch eine Quest? Ich frage mich, wie viel Zeit uns noch verbleibt, bis die Drow gegen uns vorgehen. Ah, und wir sind zudem so nah daran, Gauntlegrim zu finden. Die Drow wissen, dass viele von uns im Gefecht in Cesraina entkommen sind. Und trotz all unserer Tricks wissen sie sicherlich auch, dass wir immer noch hier sind. Früher oder später wird es einen Kampf geben. Und ich würde unsere Chancen dabei gern verbessern. Wenn ihr einen ihrer Kriegsherren und sein Gefolge ausschalten könntet, wäre uns damit wirklich geholfen. Bringt mir ein paar Symbole von Lolth, die Drow normalerweise bei sich tragen, als Beweis für eure getane Arbeit. Na klar. Sehr schön. So. Halt. Michelle. Komm. Mit dem Segen der Götter. So, das ist also die Siedlung. Sehr schön. Sehr schön. Also ich muss sagen, das ist somit das Beste, was die Designer gemacht haben. Diese Drow-Siedlungen. Kann man nicht anders sagen. Macht echt Spaß. Krieger. Na kommt. Irgendwo muss man ja anfangen. Was liegt da rum? Ach, der Toten-Dingspilz. Ah, diese Ledermäuse. So, zwei Assassine. Ist doch genau das, was wir suchen. Diebstahlpaket brauchen wir nicht, ne. Klingenmeister. Okay. Action. Stirb.
So, einen schönen Beutel. Also das gab hier schon ein bisschen Schaden, muss ich sagen. Michelle, du hast noch ein bisschen was zu erledigen. So ist recht. Ah, wieder ein Pilz. Boah, ist echt schön. Echt schön. So, hops, 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 hops. Da unten ist noch irgendwas. Holen wir uns, komm. Das Buch, haha. Au, das tut doch weh. Sowas tut doch echt weh. Boah, schön gemacht. Wie kommt man darüber? Da muss es eine Brücke geben, ne? Ah, da ist die Brücke. So, was haben wir hier als nächstes? Krieger und ein Kriegsführer. Ach, davon soll ich doch einen erledigen, ne? Genau. Na dann. Ja, die hauen schon ganz gut rein. Kann man nicht anders sagen. Mein Inventar ist voll, sehe ich gerade. Und dabei habe ich alles so schön leer gemacht. So, noch ein paar Symbole von Lolth sammeln. Halt? Wieso leichte Beute? Selber leichte Beute. So, gib mir dein Symbol. Ein Pilz. Her damit. Da ist der nächste Pilz, oder? Nee, ja doch. So, noch drei Pilze. Aber die Karten sind echt selten irgendwie. Also ich finde kaum Karten. Vielleicht kämpfe ich auch nicht gegen die richtigen Monster. So, Pilze haben wir gleich durch. Was ist hier oben? Drei Assassinen. Boah, richtig geil. Also das kann man ja gar nicht Dorf nennen oder sowas. Das ist eine richtige coole Stadtfestung so.
alles mitnehmen? Ach, schaut mal, jetzt habe ich eine Karte bekommen. Von einem Assassinen. So, so. Was ist da hinten? Wieder Assassinen und Jäger. So, wie wir die niedermachen, sehen wir aber erst nächstes Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss bis zur nächsten Folge.